wir sind hier im Keller, wo der Most eigentlich gelagert wurde. Wir haben das Glück, dass das Haus hier auch einen gewölbten Keller hat, wie das früher auch schon die Bauernhäuser hatten. War ja kühl, der Mostkeller, und das war der ideale Platz, um den Most aufzubewahren. Das war das Hauptgetränk natürlich, und da gab es Familien, da wurden 800 bis 1000 Liter Most im Jahr gemacht. Und natürlich auch mitunter Jugendliche mitversorgt. Da wurde manchmal auch ein Most gespritzt, mit Wasser verdünnt, dass er nicht ganz so stark war. Er hatte doch aber doch 5,5 bis 7% Alkohol. Wow. Bei unserem Tag der offenen Tür bzw. Museumsfest wird immer Most gemacht. Das heißt, wir haben eine Mostpresse, wir haben ein Mahlwerk, wir haben natürlich auch dementsprechend die Wannen, um die Äpfel und Birnen zu reinigen. Und das ist natürlich ein Schauspiel, wenn dieser Most gemacht wird und der frische Saft aus der Kälte herauskommt und dann die Kinder natürlich ganz begeistert damit wirken. So, jetzt sind wir in einer anderen Ecke vom Keller. Genau, wir sind also hier in einem Raum, wo wir in den Regalen Exponate, Gegenstände aus der bäuerlichen Wirtschaftsküche zeigen. Wie zum Beispiel letzten Zentrifuge, wo man Butter machen konnte. Wir haben Eingemachtes, wo wir noch zeigen, das schon uralt ist, ne? Und natürlich auch, was wichtig war für die Versorgung, das Backen des Brotes. Und das haben wir auch hier dargestellt, das heißt in Teilen. Das wird dann hier in unserem Backofen, beziehungsweise hinterm Haus steht, wird dann echt Brot gebacken. Das ist ein Körbchen für ein Brot. Also zunächst kommt ja der Teig rein und da muss da drin etwas gehen. Und dann wird er ja gebacken und am Ende kommt natürlich auch das Brot wieder rein, ne, und wird darin aufbewahrt. Also ein Brot. Körbchen. Das irdige Geschirr ist natürlich auch etwas, wo im Haushalt Generationen überlebt hat. Ne? Und man sieht an so einem Topf, der mit Sicherheit schon 150 Jahre alt ist, ne, dass er von Generation zu Generation weiter benutzt wurde, ne? Und hat halt den Vorteil, dass das, was da reinkommt, auch immer frisch und kühl bleibt. Ja, das, wo wir jetzt sind, das sieht alles rundherum nach Arbeit aus. Das sieht nach Arbeit aus. Wir haben hier dargestellt verschiedene Berufe, Handwerksberufe wie Küfer, Schreiner, der Waldarbeiter mit seinen Werkzeugen, die Obstbaumpflege der Bauern, aber auch das Rindenschälen. Also es gab hier im Odenwald die Eichenschälwälder, das waren Stockausschläge von Ästen, die wurden im Frühjahr abgesägt und die Rinde wurde entfernt. Geklopft mit einem Beil wurde die Rinde angeklopft und anschließend mit dem Schinder entfernt. Hier haben wir die rohe Rinde. Die Rinde wurde gesammelt und wurde verkauft an Gerbereien. Aus der Rinde wurde Gerbsäure gemacht, um Leder zu gerben. Aber das war natürlich auch ähnlich wie früher auch das Pflanzensetzen ein Nebenerwerb der Hausfrauen. Das ist eine alte Dorfschmiede oder Teile einer alten Dorfschmiede, die hier auch in Wagenschwendt war. Eine Else. Wir haben natürlich auch Gegenstände wie eine alte Ständerbohrmaschine, natürlich der Amboss. Alles Gegenstände, die in einer Schmiede vorhanden waren, wo der Schmied natürlich die Hufeisen geschmiedet hat und so weiter. Ja, das sind dann die Schmiedewerkzeuge, wo man dazu benutzen musste, um also an der Esse natürlich oder das Eisen heiß zu machen und dann hier am Amboss zu formen, zu schmieden und zu bearbeiten. Diese Schmiede haben wir hier eingerichtet in einem kleinen Raum, der eigentlich ein sogenanntes Kittchen war früher, also ein kleines Dorfgefängnis. Und man sieht es hier auch noch, ne, dass hier die kleine Durchreiche für Brot und Wasser, und der Raum hatte nichts anderes gehabt wie den alten Ofen und eine Bank zum Schlafen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass also früher hier eigentlich niemand so ernsthaft eingesessen war, nur mal zur Ausnüchterung, wenn sie in der Gaststätte mal einen zu viel getrunken hatten und etwas randaliert haben, dann wurden sie hier eingesperrt für eine Nacht und am nächsten Tag wurden sie wieder freigelassen.